So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich stehe hier in Slavonski Brod. Ich war ja letzte Woche am Freitag in Novi Sad gewesen. Bin von Novi Sad dann am Samstag noch rüber hier nach Slavonski Brod. Das ist gar nicht weit weg in Wirklichkeit. Habe hier eine Ladung nach Wien bekommen. Bin übers Wochenende praktisch hier stehen geblieben, habe die Wochenendruhezeit eingehalten, klarerweise, und eigentlich auch mehr, wenn man es genau rechnet. Ja, aber eine Rückfracht ist natürlich immer eine gute Sache. Und der Weg nach Wien ist ja nicht allzu weit. Wir erreichen Wien in knapp 8 Stunden. Es geht schön durch. Es passt. So, dann schauen wir noch schnell beim LKW, ob alles in Ordnung ist. Licht habe ich kontrolliert. Das passt. Beim Tank hat sich niemand zu schaffen gemacht. Reifen sind in Ordnung. Der Auflieger sieht auch unbeschädigt aus. Da passt alles beim Reifen. Sehr gut. Genau. Ja, da ist auch alles in Ordnung. Alles bestens. Wow, das ist knapp, knapp. So. Dann würde ich sagen, rein. Scheibenwischer noch ausmachen, da hat es gestern geschüttet. Meine Güte. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt ein Notebook mir zugelegt. Da kann ich so alles verwalten und eben auch die Transporte, die ich fahre, mir anzeigen lassen. Das Ganze geht über Tedit. Der liebe Tom Diesel hat gerade wirklich ein sehr, sehr gutes Video gemacht zum Thema Tedit, der eigene Auflieger in ETS2. Das kann ich euch, wenn ihr einen eigenen Auflieger haben wollt, mit dem fahren wollt, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Der Tom erklärt das wirklich einmalig. Und wir starten jetzt hier. So, bei dem Kollegen verabschiede ich mich da jetzt nicht. Der war gestern relativ unfreundlich. Den brauche ich nicht, den Typen. Ja, da kannst du schon salutieren, wenn du glaubst. Polizei. Ja, wie gesagt, der Dom hat ein Video dazu gemacht und gönnt euch das. Sein Kanal ist bei mir ja sowieso verlinkt. Seht euch das gerne mal an. Er erklärt das super, wie man das installiert, worauf man da aufpassen muss. Und da kann man wirklich sehr viel lernen. Und aufgrund dessen habe ich mir jetzt eben auch dieses Notebook da installiert. Mit den Infos aus Tedit. Genau. So, der Regen ist da Gott sei Dank jetzt vorbei.
Also, wie das gestern geschüttet hat, das war wirklich eher nicht so prickelnd. So, also wir sollten ungefähr irgendwo so am frühen Nachmittag in Wien sein. Schaue ich dann mal, wie es aussieht mit einer Tour nach Deutschland. In München möchte ich mich ja mit dem Christian treffen. Der Christian von Hansikontor, der hatte eine Niederlassung, ich habe es euch schon erzählt. Und einfach mal die Niederlassung ansehen, einen Kaffee mit ihm trinken. Bisschen quatschen über das Geschäft. Genau. So. Ein Franzose. So, den Tempomat machen wir mal auf 85.
gerade die Polizei. Motorrad, was war das für eine? Habe ich nicht erkannt. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich selber Motorrad gefahren bin, lange Zeit? Na, lange Zeit ist übertrieben. Ich habe begonnen mit einer Kawasaki, mit einer VN 1600 Drifter. Die hatte 320 Kilo Eigengewicht, ein wahnsinniges Teil, wirklich gar nicht so einfach zum Bewegen. Also absolut eine Klasse für sich. Danach hatte ich eine Honda, eine CB1000R. Das ist so diese Naked-Ausführung. Das war wirklich ein geiles Motorrad und die habe ich dann verkauft mit der Diagnose Krebs. Zu dieser Zeit habe ich einige Dinge praktisch geregelt, oder ich wollte verschiedene Sachen geregelt haben. So ist eigentlich die richtige Ausdrucksweise dafür. Und ganz witzig, nach der Therapie, also vor der Therapie, die eine verkauft und nach der Therapie eine Yamaha, dann wieder eine 1000er, eine Yamaha gekauft, auch ein Naked Bike. Nachdem ich dann aber in den letzten Jahren so keine 2000 Kilometer mehr im Jahr gefahren bin und die eigentlich nur in der Garage gestanden ist, habe ich dann in Wirklichkeit gesagt, okay, das muss dann auch nicht sein. Hab die verkauft und ja. Aber wer weiß, vielleicht überkommt es mich und ich fahre irgendwann nochmal Motorrad. Aber meine Frau wollte eben nie mitfahren. Der war das immer viel zu gefährlich und ja. Die war dann eigentlich auch ganz froh, wie ich gesagt habe, dass ich die verkaufe. Ja, das passt so. Ah, ist eine gemütliche Tour. Wirklich wenig Stress. Mit der Fahrzeit kein Problem. Ah, es läuft.
Das läuft. Was ist mit dem Burschen? Gibt es da irgendein Problem? Bevor ich dann mit der nächsten Tour ab Wien weiterfahre, muss ich unbedingt in der Firma in Linz vorbeischauen. Da hat sich irgendeiner angekündigt im Hinblick auf Marketing, im Hinblick auf Corporate Identity, auf CI oder CI, je nachdem wie man das nennen möchte. Corporate Design etc. und so weiter sind alles Dinge, die man ja heute wirklich berücksichtigen sollte. Auf die Wiedererkennbarkeit muss man achten. Ich habe inzwischen zwei Autos, wie ihr wisst. Der Peter ist unterwegs nach wie vor und vollauf begeistert mit der Black Beauty. Ein einheitliches Erscheinungsbild wäre natürlich schon sehr sinnvoll. Nur die Frage ist natürlich, in welche Richtung soll dann, wenn ich wirklich sowas mache, in welche Richtung soll das gehen? Was soll das für ein Design werden? Keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Bin ich total überfragt. Ah, schöner BMW. So, Kroatien. Wunderbar, wunderbar. Und wo ist da die LKW-Spur? Ups, schon wieder fast ein bisschen hochtourig.
Ja, der Peter ist aktuell unterwegs irgendwo in Polen, hat er mir gesagt. Der ist da mit irgendeinem Transformator, mit einem sehr großen Teil unterwegs. Der Micha von der Rheintrans wird sich freuen. Der bringt gut Kohle und er bekommt 7% Provision, sei ihm gegönnt. Er hat auch den Deal abgewickelt mit Kat. Da haben jetzt alle was davon. Kreisverkehr, okay. Die Heimat. Es ist immer wieder schön, wenn man wieder nach Hause kann. Wobei hier auf der A9, das ist nicht meine Lieblingsautobahn. Ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt. Sehr viele Tunnels, sehr viele Beschränkungen immer wieder. Der Tom war ja am Wochenende in Innsbruck. Den muss ich dann am Abend heute direkt mal anrufen, was er so getrieben hat. Innsbruck ist ja eine sehr schöne Stadt. Ich komme ja fallweise auch im echten Leben immer wieder mal hin, genauso wie nach Wien oder eigentlich, ja. Bin doch immer wieder viel unterwegs auch. In Österreich.
Ja, da geht's schon dahin. Ist auch schon 11:30 inzwischen. Ja. 28 Grad draußen. Brutal. Weil ich gerade gelesen habe, Bad Waltersdorf ist die Thermenregion in Österreich. Da in der Steiermark gibt es wirklich einige Thermen. War ich auch selber schon in Bad Waltersdorf mit der Familie. Gibt es eine Kindertherme. Als unsere Kinder noch kleiner waren, waren wir da öfters. Ja, und so ab und zu ausspannen ist gar nicht schlecht. Wobei den letzten Thermenurlaub, den fand ich eigentlich bis jetzt am besten. Da war ich mit meiner Frau alleine. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Kinder dabei haben möchten. Aber ich hatte dementsprechend Zeit, dass ich mir die Videos der Kollegen anschauen konnte. Da habe ich immer so ein bisschen Aufholbedarf, damit ich da wirklich am aktuellen Stand bin, was da bei denen so abgeht und passiert.
Hinten ist der große Möbelhändler mit dem roten Stuhl. Die Österreicher und auch die Deutschen unter euch werden wissen, wer das ist. Das ist ein Kunde von mir. Was heißt von mir, von unserer Firma? Das ist eine schöne Spedition. Der Bus, den lassen wir noch fahren. Kollege, komm, 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 komm. So, und da sollten wir eigentlich auch gleich da sein. Der steht nicht am. Na gut. Na, Meister. Hallo. Jo, servus. Ja, auch wieder mal im Land. Genau, genau. Ja, ich komme vom Süden rauf. Du, wo kann ich stehen bleiben? Irgendwo. Irgendwo da hinten, ja, okay. Ich suche mir einen Platz. Die kommen dann zu mir, ja, passt. Danke dir, danke, ciao. So, der freundliche Herr Lagerplatzmeister hat gerade gemeint, ich soll mich hier irgendwo in die Parkplätze stellen. Die kommen dann zu mir und weisen mir da irgendwo einen Platz zu, wo ich abladen kann. Oh, 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 oh. Schaut ziemlich voll aus. Die sind da alle belegt.
Alles klar. Sven werden wir uns jetzt schnappen. Dann warten wir, bis es den Kollegen hier recht wird. Genau. So. Dreizehn Uhr schreiben wir auf. 13 Uhr Ankunft in Wien. Alles klar. Jo, abladen. Und dann schauen, ob wir weiterladen können. Ob wir eine Fuhr bekommen, wie gesagt, Richtung Deutschland rauf. Und in Linz fahren wir vorbei. Mit diesem Marketingmenschen sprechen. Da werden wir einen Termin vereinbaren. Dann schauen wir, ja, vielleicht ergibt sich da irgendeine interessante Sache. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Hermi.